Claudia, kannst du kurz hier in die Mitte kommen? Ja, ich komm an die Mitte. Solche Tricks nicht. Das wird schwierig jetzt. Hey Leute, ich bin's der Claudio und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute habe ich einen sehr besonderen Gast dabei und zwar den wunderbaren DK. Oder auch Martin. Oder auch Angler Martin genannt, genau. Und zwar hat heute DK das Vergnügen tatsächlich, dass er herausfinden muss, wer der wahre Claudio ist. DK weiß gerade, glaube ich, gar nicht, worauf er sich eingelassen hat. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? DK, weißt du was? Komm, geh mal weg, geh mal, guck mal hinten eine Wand an. Also, du gehst jetzt weg. Okay, mach ich. Und ich schreibe schon mal den Zuschauern. Freunde, das Ganze ist übrigens mit euch, also mit der Community. Das heißt, wir sind auf dem Private-Server und das Ganze wird jetzt so lustig. Aber wenn alle dann gleich aussehen, wie soll ich das denn herausfinden? Das wird, ja, wir sehen ja nicht alle exakt gleich aus. Das Problem ist auch, ich glaube gerade, DK, du hast dich nicht ganz mir angeschaut. Ah, ich verkleide dich gerade, Leute, nicht nach mich. Schreib mal rein. DK, du darfst jetzt kommen. Ich komme. Und ich bin richtig gespannt, Freunde, wie sich DK anstellen wird. Denn das Ganze... Ja, ist so einfach. Ich hab doch jetzt schon... Hä? Hier, das ist Claudio. Wer? Oh, wie lustig du bist. Okay, DK. Du darfst jetzt... oh, guck mal, da ganz hinten links. Ja, ganz hinten. Also du musst jetzt... Ich erkläre dir das mal. Du musst jetzt... immer vor die Person hingehen und wo du die ausschließt, sagst, okay, das ist auf jeden Fall nicht Claudio, kannst du sagen, raus. Dann musst du schreiben, raus. Und die Person wird sich dann wegstellen und woanders hingehen. Okay. Oh, da ganz hinten links kannst du, glaube ich, anfangen. Also da ganz hinten links, weißt du, die auch, oh, die fährt auch, ja, moin, die fährt weg. Siehst du die da hinten drüben? Okay. Ja, fährt einfach weg. Okay, du musst auch gar nicht von links nach rechts gehen, sondern du kannst einfach erstmal jeden angucken, wie du willst. Okay, ich schaue erstmal alle an. Genau. Einige Personen ändern sich hier noch, das ist, glaube ich, nicht so klug. Habe ich nicht gesehen. Ja, hast du nicht gesehen, das auf jeden Fall der mit der Glatze. Glatze. Warum denn? Raus. DK, das geht auch ein bisschen freundlicher, man kann auch sagen. Ja. Freunde, ihr merkt, DK ist hat ein bisschen härteren Ton, aber finde ich okay. Okay, sie ist schon raus. Sie ist auch raus hier? Ja, schreib rein. Du musst mal dazu schreiben, raus. Für sie dasselbe. Das sieht man, dass es Frauen sind oder Mädchen. Ja, woran siehst du das? Red doch ein bisschen, DK. Du kannst auch ein bisschen dazu reden. Ich finde, sie sehen ein bisschen weiblich aus. Also der Körperbau, oder? Mhm. Aber ich muss sagen, also jetzt die einigen werden richtig schwierig, weil ich glaube, du hast sie gar nicht gemerkt, welche Frisur ich habe. Und ja, du hast. Das Problem ist auch, DK, du hast sie wirklich einfach gar nicht angeguckt, wie ich genau aussah, weil ich glaube, es wird echt schwer zwischen zwei oder drei. Zwischen drei wird schwer, ja. Ja, ich sehe schon noch welche tatsächlich. Ja, sie geht auch schon. Ja. Danke. DK, schreib mal bitte dazu, nicht schreiben. Also die soll nicht schreiben, weil dann weißt du ja, wer das ist. Okay. Und du darfst auch nicht auf die Person klicken, weil wenn du auf die Person klickst, DK, dann siehst auch, ne, obwohl du bist in Studiomodus, du siehst nicht, wer das ist. Schreib dazu, nicht schreiben, weil dann wirst du ja gespoilert leicht. Ach, der hier in der Mitte? Die Schmalzlocke? Wir wissen halt nicht, wen du meinst, DK. Du musst genauer dich hinstellen. Oder... Ich weiß, die Person weiß jetzt, ich glaube, jetzt wissen zwei oder drei Personen nicht, wer die ist. Schmalzlocke. Der hier. Der in der Mitte. Also ich könnte es jetzt nicht sagen, wer das ist, also tut mir leid. Oder geht mal weiter auseinander. Ja, dann schreib das rein. Du musst das reinschreiben, weil wenn wir das schreiben, dann weißt du ja, wer ich bin. Okay. Dann müssen die Leute auch ein bisschen auseinander gehen. Okay. So, Azad, du bist bestraft für deine, keine Ahnung was. Warum? Was hat er gemacht? Er hat geschrieben. Ich? Oh, ja gut, dann geht er raus. Freunde, DK stellt sich gut an, aber DK, du musst schon mehr reden. Du musst auch sagen, warum du die auswählst. Ich will, keine Ahnung, weil ich doch dich kenne. Und ja, die sehen anders aus. Zum Beispiel der hier, so eine Haare hat es noch nie gehabt. Du raus, Schmalzlocke.
ja, gut. Freunde, du raus, Schmalzlock. Also DK, ihr merkt, DK hat einfach einen anderen Ton hier drauf. Ihr müsst auch wissen, DK kommt aus Berlin. Vielleicht ist es einfach so, dass die in Berlin ein bisschen anders reden. So, ja. jetzt wird's schwieriger. Jetzt wird's richtig schwierig. Ich sag dir ehrlich, ich bin noch da, also ich bin zwischen denen, aber ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden. Also ich könnte es jetzt auch nicht sagen, das ist, okay, die Person ist raus, ja. Sie auch leider raus, weil man merkt, dass es irgendwie ein weiblicher Champ ist, der Charakter. Ja. Champ, wie kommst du auf Champ? Was ist das für ein Spiel? Sorry. Champ. Claudi, kannst du kurz hier in die Mitte kommen? Ja, ich komm an die Mitte. Solche Tricks nicht. Das wird schwierig jetzt. Das wird sehr schwierig. Das wird richtig schwierig. Aber ich sag ehrlich, es macht mir gerade richtig Spaß, weil ich nicht in der Situation stecke. Boah, die Personen haben sich echt Mühe gegeben. Die kann raus. DK, ich will dir nur was sagen. Wenn ich habe ja gesagt, sollen sich alle nach mich richten, aber das heißt nicht, dass ich mich auch nicht verändern durfte, ne? Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Ja, ich weiß. Vielleicht habe ich auch meinen Körper auch verändert und vielleicht bin ich auch schon raus, DK. Ich glaube, du kennst nicht alle Videos von mir. Das wird jetzt lustig. Das wird lustig. Warum musst du viel schreiben? Okay. Ach, das soll zu den anderen gehen? Hier. Die drei. Okay. Ja, DK. Das ist jetzt schwierig. Das wird sehr schwierig und ich... Ich sag dir mal eins. Ich hab einen Favoriten, wenn du denkst. Weil ich denke, das ist die Person hier. Ich glaube, du bist die hier. Du denkst, Claudio ist ganz links? Ja. Okay. Aber ich kann aber DK sehen, dass er im Discord das zeigt. Sonst wäre das für mich schwierig, muss ich ehrlich gestehen, um zu sehen, was er gerade meint. Ja? Das ist mein Favorit. Der Link ist dein Favorit oder der in der Mitte? Der Linke? Der ganz links, ja. Okay. Also ich bin ehrlich zu dir, ich hätte mich auch tatsächlich so entschieden, also ganz links, aber ja, ich weiß ja, wo ich bin und du wirst deinen Augen gleich nicht trauen. Habe ich dich schon rausgewählt? Das verrate ich dir nicht. Bin ich mal wieder da? Ja. Oh mein Gott, was machen die anderen hier? Ja, schreib mal bitte rein, weil ich kann ja nicht reinschreiben. Schreib mal bitte rein, dass sie wieder zur Seite gehen sollen. Ja, die motivieren dich, Dicke, das ist die Community, die motivieren dich. Aber ich glaube, das verwirrt dich wohl eher. Ja. Schreib ruhig rein, die sollen alle zurück. Genau. Guck mal, so. Aber daran merkt man, was für eine coole Community wir haben. Die gehen auch alle wirklich zur Seite. Ja, die ist wirklich cool, ja. Ich entscheide mich jetzt. Ich weiß nicht, warum. Also du entscheidest, wer jetzt wieder rausgeht, ne? Und am Ende lösen wir auch, ob es er war oder nicht. Ja. Okay, mach das. Ich glaube, das... nee, ich weiß nicht. Ich sag ehrlich, ist schwierig. Die beiden sehen sich wirklich fast ähnlich aus. Nur die Haare. Ich weiß nicht, ob du die Haare geändert hast. Das ist die Sache. DK, ich bin da fertig. Ich glaube, du hast die Haare nicht geändert. Du raus. Der rechte. Okay. Warte. Schreib das rein. Du klickst jetzt oben links auf das, auf den roten Knopf. Ja. Gehst ein bisschen weiter weg. Ja. Und klickst mal auf die Person drauf. Dann siehst du den Namen. Und jawohl. Es ist der Claudio. Ey, DK. Richtig gut. Richtig gut für das erste Mal angestellt. Aber sei mal ganz ehrlich. Es war schon spannend am Ende, oder? Ja, es war sehr spannend, ja. Ja, richtig gut. Freunde, somit hat DK die Challenge beim ersten Versuch bestanden. Ey, das gibt's auch selten. Sollen wir das Ganze mal umgekehrt machen und die Leute verkleiden sich wie DK? Oder wir machen das Ganze nochmal spannender mit René oder mit Khan oder mit Danja? Aber ich kann mich ja nicht umziehen. Für die Sache. Ja. Ich habe hier einen Fehler. Ach so, du hast diesen Fehler. Ja, nee, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler liegt, DK. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Freunde, schreibt es alles in die Kommentare. Dann würde ich sagen, ja, kommentieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns beim... DK, du könntest jetzt theoretisch nächstes Mal sagen, aber du schreibst... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächsten Mal. Ciao. Ciao.